Würde sich automatisch natürlich, dann ja, würde automatisch natürlich schwieriger werden. So. Na, warum willst du nicht? Da. Gut. Und das wäre das zweite, dass wir gleich wechseln. Wolltest du? Bisschen kleiner ruhig. Okay, ein bisschen mehr wegen der Footsteps, Voices und so. So, Moment, kurz wechseln. So, Little Known Galaxy. So, apropos, also das Spiel zum Beispiel hier, jetzt möchte ich mal kurz gucken, vielleicht die Grundinfos nochmal zusammenkriege, um euch gleich nicht nur das Spiel zu zeigen, sondern zu informieren. Das Spiel zum Beispiel soll heute rauskommen, das Little Known Galaxy. Das ist natürlich cooles, wenn es eines mir kaufe. So, und das Spiel. Coffee Caravan kommt auch heute raus. Okay. So, daher haben wir gleich heute zwei Releases, wobei es das vom Aussehen her, ich erwarte, dass ich das am meisten spielen werde. Insgesamt, weil das natürlich auch vom Setting her wahrscheinlich mehr hergibt. Man hat das Pet Support. In der nahen Zukunft werden Menschen durchs All reisen, durchs Universum reisen. So, Raumschiffe haben unseren Horizont erweitert und haben Freundschaft in neue Galaxien gebracht. Ein neuer Captain im Training hat gerade seinen ersten Auftrag bekommen. Um einem runtergekommenen Raumschiff, das auf einem isolierten grauen Planeten umkreist. Deine Mission ist, die Geheimnisse von dem mysteriösen Relikt zu finden, das auf der Planetenoberfläche ist oder sich befindet. Aber dadurch, dass das Schiff auseinanderfällt und keinerlei Hinweise gibt, die man noch sich anschauen könnte, hat die Crew eher die Hoffnung verloren, das Mysterium jemals zu lösen. Jetzt liegt es an dir, Captain. Captain, der Captain aller Captains. Unterstütze deine Crew, folge deinem Herzen und kümmert euch umeinander. Ich sag mal so, nein. Ich bin der Captain, ihr macht, was ich sage. Hallo! Ich bin CPU. Ein Handy-Denik, ein charismatischer Zentralprozessor für dieses Schiff. Und was ist dein Name? Wie lautet dein Name? Mein Name lautet Captain. Ich noch irgendwie. Captain. Captain T. Captain T. Trunks. Oder so. Achso, oh, ich kann noch klein schreiben, okay. Ne, Captain B. Trunks. Captain B. Trunks, genau. Richtig. Okay. Captain B. Trunks. So. Das sieht auch gut aus. Bist du glücklich mit dem Namen? Ja, doch. Gefällt mir. Ja, schon. Ja. Willkommen an Bord, Captain B. Trunks. Was für ein großartiger Name. Reicher. Aber sei nicht eingeschnappt, wenn ich es vergessen sollte. Ich kann mir echt schlecht Namen merken. Also ein PC. Oh, das Schiff hat einen Namen, hat auch einen Namen. Oh, was war es nochmal? Shippy Mac Shipface. Ja, hört sich nicht richtig an. Naja, lass uns einfach das Schiff neu benennen.
Das ist die Nessie Mac Nessness? Die Nessie Mac Nessness. So. Auch hier, perfekter Name wieder. So. Ja, ja, schon. Bin sehr amüsiert. Oh yeah, Nessie Mac Nessness. Das ist ein guter Name für ein Raumschiff. Geht direkt in die Database. Oh, ich sollte auch speichern, wie du in meiner File aussiehst. Ich möchte dich nicht mit anderen Leuten verwechseln oder Möbeler oder Möbeln. Das ist Frau und Mann. Ah, okay. Ich bin Vampir weiß. Das bin ich bald. Das. Ah, weiß ich nicht. Noch habe ich welche. Also ganz viele Haare, ne? So sehe ich ungefähr jetzt aus. Ne, nur was sowas hier. Was geleckt ist. Nessie, oh, wir tragen einfach einen Hut. Fertig, guck mal. Guck mal, das geht doch. Ne, komm, ich trage einfach eine Schleife. Und ein Haarreif. Ein Cappy. Ne, Cappy, ich bin kein Cappy-Typ. Ich trage eine Schleife. Hallo Nessie, das erste Spiel hast du schon verpasst. Das Kaffee Caravan. So, ich will ein schwarzes Shirt haben. Ja. Schwarze Hosen. Und rote Schuhe, weil rot ist schneller. Ja, war aber auch nicht so. Das Spiel ging jetzt, warte mal, ich glaube 40 Minuten. Weil das interessantere Spiel kommt jetzt, Nessie. Und das, wovon ich ausgehe. Ich habe auch so einen Wirbel und immer das hier. Ist das Spannende, weil es ist so Stardew Valley im Weltraum. Da gehe ich davon aus, deswegen habe ich das auch als zweites genommen. Stark. So. Die Schleife finde ich ganz cool. Weiß ich, wie mein Schiff heißt, Nessie? Warte, ich guck mal, ob es gleich sehen hier. Also, ich finde ihn gut so. Mit der Schleife im Haar. Sieht gut aus. Okay, lass mich dir das Schiff zeigen, Captain B-Trunks. Tada! Willkommen auf der Brücke. Das ist nur eine von mehreren Decks auf dem Schiff. Wenn du irgendwie dich verirren solltest, kannst du mal auf die Map schauen. In deinem Space Pack. Das Schiff heißt Nessie McNessness. So wie ein Schiff heißt nur. Das ist der Command Center. Und deinem Kapitänsstuhl. Und mein Captain heißt Captain B-Trunks. Ich wollte nicht wie James T. Kirk, aber hätte ich gepasst. So, du kannst dich auf dem Kapitänstuhl, kannst du das Schiff navigieren zu neuen Orten. Oder kannst unseren Progress checken, wenn wir reisen. It's super dupi, super comfy. Mit diesem Fahrstuhl kannst du schnell zwischen Decks wechseln. Wir haben eine Menge Level auf dem Schiff. Science Medical, Crew Quarters, Recreation, Cargo, also Cargo ist das Lager. Science Medical ist klar, Crew Quarters ist natürlich die Räume für die Crew. Recreation, ich schätze mal so Crafting. Shuttle Bay und Cargo ist Lager und der Engine Room ist natürlich der Motorenraum. So.
Das zentrale Plaza-Deck, was perfekt ist zum Sozialisieren und Shoppen. Okay. Stark, Nessie. Wie haben die geschmeckt? Lass uns zuerst in Plaza gehen. Und bevor die Crew anfängt mit ihrem Tag. Wir hatten heute Morgen hatten wir Pizza Dias, also wie Quesadillas, aber einfach mit so Pizzabelag und so, also zwei Wraps zusammen und dann durchgeschnitten, so ähnlich wie eine Pizza, also was sie gefüllt ist. Oh nein, das ist immer am schlimmsten, dass sie. Also man freut sich zwar, dass sie lecker sind, aber dann denkt man, verdammt, das muss ich jedes Mal machen. Willkommen zum Plaza-Deck, das Herz unserer Crew-Community. Was ist denn alles kaputt? Oh, und dann geht's ja sogar. Robert kümmert sich um den normalen Laden. Und danke, dort kannst du Supplies bekommen und andere Dinge, die du brauchst, um das Schiff an Laufen zu halten. Oh, richtig. Robert erwartet dich später. Er möchte dir irgendwie Daten geben fürs Kaufen und Verkaufen. Oh. Das geht natürlich schnell. Ja, beziehungsweise das geht nicht schnell, aber vielleicht. Aber das kann warten. Weiter mit der Tour. Also da unten sind schon Sachen kaputt. Jetzt die Schiffskantine. Kannst du dir was essen? Oder kannst du einfach Zeit mit der Crew verbringen? Chip sollte bei Tier sein, um die Kasse zu öffnen und Sachen am Kochen zu halten. Ich habe gehört, dass das Essen super ist. Das letzte Mal, als ich es probiert habe, musste Stuart meinen kompletten Prozessor neu verbinden. Seitdem darf ich nicht mehr mitmachen. Aber lass uns weitergehen. Lass uns runtergehen zum Lager. Ja gut, okay, da musst du auch erstmal gucken. Ich rantasten mit Wärme und Zeit. So, hier haben wir unser Lager. Mit dem Basketball. Edwards, unser Mechaniker. Und hat den Maschinenshop. Hier kannst du deine Tools und irgendwelche mechanischen Dinge kaufen. Ja, auch mit größeren Upgrades für das Schiff. Helfen, wenn du irgendwelche Verbesserungen machen möchtest. Der Weg zu unserer Rechten führt zur Shuttle Bay, wo unsere ganzen Shuttles drin sind. Achso, ja, die Shuttle erlauben dir, die Oberfläche des Planeten zu bereisen, um die wir kreisen. Ich glaube, du verstehst langsam, wie es hier läuft, also lass uns wieder zum Eck zurück. Oha. Das ist eine Müllhalde hier. Kapitänsdeck. Komplett auf dem Schiff neben der Brücke. Naja, scheint so, als ob hier ganz schön viel Müll rumliegt. Scheint ja auch so zu sein. Wir hatten eine längere Zeit keinen Captain mehr. Also sah diese Gegend schon besser aus. Anyhow, also, jetzt, da du da bist, musst du es halt ein bisschen auf Vordermann bringen. Last but not least, warum gehen wir deinen neuen Kapitänsraum anschauen? Kapitänszimmer? Ja, wie auch immer. Na, guck mal, der sieht sogar noch halbwegs okay aus. Der ist nicht so zugemüllt. Willkommen zu Hause, was denkst du? Es ist schön und sauber. Ah, das ist bemerkt. Ich hab neue Bettwäsche drüber gezogen über das Bett. So, jetzt pack deine Sachen aus und schau dich um. Komm einfach aus deinem Quartier raus, sobald du fertig bist. Also, sobald du bereit bist.
Hab ich getan? Okay. Da kannst du mit Pets spielen auf jeden Fall. Piper. Willkommen an Bord, Captain B-Trunks. Es ist eine Freude. Und die gesamte Crew heißt euch willkommen. Wir sind so glücklich, dass ihr zu uns gestoßen seid. Ich hoffe, es wird für dich auch wie ein Zuhause. Und danke, dass Sie unserer Crew beitreten und unserer Familie. Captain B-Trunks, ich hoffe, CFU hat einen guten Job gemacht, Ihnen alles zu zeigen. Sie sollen natürlich die Community hier unterstützen, das Schiff reparieren und die Geheimnisse des mysteriösen Relikts aufklären. Um Essen, Rest und Ressourcen sind wichtig, um ein allgemeines Einkommen zu haben. Und verbessern Sie persönlichen Quartiere und die Schiffscommunity, die Plätze für Aktivitäten. Bla bla, willkommen. Warte, wo ist. Achso, da habe ich die drin, ne? Damit. Okay, guck mal, was kann ich das hier machen? Ich brauche mal eine Lavalampe irgendwo. Ich habe keine Lavalampe. Lame. Okay, was haben wir hier? Also erstmal eine Analyse. Also Inventar. Wir haben hier Crew-Mission. Wir haben hier natürlich irgendwelche Geburtstage. So, wo haben wir Heiratsmaterial? Okay, da. Da. War nur Spaß. Achso, hier kann man uns ja angucken. Okay, Ship, ne. Dock. Fiji. Okay, und der Hase ist auch cool. Lynn. Ja, okay, wir müssen gucken, wie die Persönlichkeiten sind, aber ich sag mal Lynn. Lynn und Dock sind schon eine ganz engeren Wahl. Für mögliches Techtelmechtel. Also guck mal, hier haben wir jetzt auch sowas wie ein Fortschrittslevel. Wo ich mir wahrscheinlich in irgendeiner Form Verbesserungen bekommt. Aber jetzt müssen wir das mal ganz analysieren hier. Also wir haben Schluss Maschinenproduktion, Maschinerie, Xeno-Items, Rezepte, Ressourcen, Artefakte, Games, Mikroben. Okay, das heißt schon ein bisschen. Captain Level 10, also ich kann auch leveln. Reach Best Friend, Get Married. Okay, alright. Rezepte, Maschinen bauen, holographischer Simulator, Ship Upgrades, Mikroben finden, Different Xenos, Hatch, ach, das ist irgendwelche Eier, die ich ausstüpfen lassen kann. Okay, ich kann auch böse Creeps angreifen. Das gibt doch irgendwelche Art von Monstern hier. Okay, auch auf dem Schiff gibt es Secret Areas. Da Captain B-Trunks und Nessie McNessen ist. Stark. Gleich mal was gucken. Was mich gleich zum Spiel interessiert. Also, das Spiel würde offiziell heute rauskommen. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, aber dass man es jetzt nochmal eben weiß. Aber was mich noch interessiert. Ah, scheiß Einzelspieler, ne? Schade. Schade, das wäre auch, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Spiel, was man mit mehreren spielen könnte. Heißt ja nicht, dass sie es nicht machen. Heißt ja nur, dass sie es jetzt gerade noch nicht machen. Oh Gott, hier muss ich immer durch. Durch das Mülllager. Hoffe, du bist ready. Ich weiß, dass dein Deck irgendwie schon bessere Tage gesehen hat, aber... Konntest dieses Handy Restoration Ray haben. Und das, diese Tools kannst du benutzen, um kleine beschädigte Sachen schnell zu reparieren. Um Tools zu benutzen, verbrauchst du Energie, also halte deine Augenmerk auf deine Energie. Und überanstreng dich nicht an einem Tag. Probier es mal selber aus und sag mir Bescheid, wenn du Glück hast. Wenn du hier fertig bist, dann kommst du zur Brücke.
und treffe unseren Senior Science Officer. Und sie ist wirklich gespannt darauf, sie kennenzulernen. Ach, okay, jetzt kann ich die Kacheln hier auch rausnehmen. Okay, das heißt, hier kann ich das komplett selber alles. Also wir crappen, ne? Oh, okay, Upgrade Material. Okay. Keine Energie verschwenden. Kann ich auch Schäden einfach wieder heile machen, ne? Dafür braucht aber gar nicht so viel Energie. Der Rotz auf dem Boden, ne? Das ist der Baba. Baba? Wir erstmal so den kleinen Weg. Machen wir so auf Hälfte Energie runter, würde ich sagen. Geräusch ist jetzt so ein bisschen nervig, aber ist okay. Werde ich schon überstehen. Okay. Das ist die Mülltonne quasi. Game Planter. Okay, ich würde sagen, hier haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt. Das haben wir jetzt Recycled Parts, Dark Matter. Okay. Kabel, oh, süße Kabel. Scrap Metal Hardware Parts. Okay. Hier kann ich eine Kiste bauen. Jetzt hier kannst du dann irgendwelche Pflanzen. Also man kann auf dem Schiff anscheinend was anpflanzen und ich habe schon Bilder gesehen, wo man auch auf dem Planeten ist und dort genauso irgendwas anpflanzen kann. Furnace, wir lassen das ja sehr früh brauchen. Weil Waffen und Ausrüstung wird relativ früh bei mir gebaut. Howdy. Hallo Captain, ich bin Kaida, Chief Science Officer und dein und ihr Ach, stellvertretender FIA-Leiter, so. Stellvertretender Raumschiffleiter. So. Ich bin so glücklich, dass Sie endlich hier sind. Und ich könnte wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Sehen Sie also an Bord geht es hier ein bisschen gerät hier alles außer Kontrolle. Die Mission. Wir kommen da nicht wirklich gut voran. Das Schiff fällt auseinander. Jeden Tag mehr und mehr. Muss nur einige Ecken des Schiffs schließen. Aus Sicherheitsgründen. Die Crew verliert langsam ihre Geduld. Wir glauben, dass langsam das alles nur schlimmer wird. Als ihr stellvertretender Schiffsleiter bin ich natürlich motiviert. Aber es wird immer schwerer, andere zu inspirieren. Warum gehen wir nicht los und stellen uns der Crew vor? Und dann sehen Sie vielleicht, wie Sie, was, also dass Sie sich ein Bild hier machen können. Sie werden Details von der Crew in einem Crew-Tab finden, wenn Sie bereit sind. Kommen Sie und suchen Sie mich, sobald Sie die Chance hatten, jeden einmal kennenzulernen. Danke, Captain. Wir sprechen uns bald. So, können wir Turbolauf machen. Okay, ich kann langsam laufen. Ich kann hier mein super. Was ist das da unten? Warum leuchtet das? Ja, Hardware-Part. CPU, was geht? Ein guter Job, wie sie ihr Deck so weit aufgeräumt haben. Um Sachen, die größer sind für den Restoration Ray, wiederherzustellen, gehen Sie bitte zu Edward im Maschinenshop. 15 Square, 10 Recycle Parts. Hier, ich schenke Ihnen erstmal eine Schraube, weil es ein CPU. Du weißt, wie du schaffst, einen Robotertag zu verbessern. Also, Roboter gefallen Schrauben, das ist doch klar.
So, ich will erstmal zu Medical und Science, weil ich muss erstmal zu dem ersten Heiratsmaterial rüber. Okay, ist mir schon ein bisschen wie nenne ich das? Zu Flower Power mäßig eingestellt. Oh, hallo Captain B-Trunks. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin ein mechanischer Android Nummer 10, aber ihr nennt mich Max. Du bist C10 jetzt. So. Ich bin aber auch ein Scheiße, wie sind das dort? Ein Bildungsinstructor. Und leite unser Schulprogramm. Nicht direkt involviert in ihre primäre Mission, aber ich kann sicher nützlich sein. Mit statistischen und analytischen Daten. Du kannst an meinem Klassenraum vorbeikommen, wenn du irgendwas wissen möchtest. So, wir haben hier oben links auch eine Zeitangabe dementsprechend. Well, hello there. Ich bin Fidschi. Ich kriege gute Vibes von Ihnen. Sie haben eine gute Seele. dann ist sie sehr schlecht da drin. Ja, das Schiff hat mir merkwürdige Vibes bis jetzt gegeben, also meditiere ich und versuche mit den Spirits, nee, mit den Spirits zu reden, halt, die etwas, ja, die nicht cool sind. Aber vielleicht, wenn wir alle zusammenarbeiten, wird der Graublind uns seine Mysterien zeigen. Squeak, 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 okay. Oh, dann. Wir müssen neue Captain sein, den wir erwartet haben für eine Weile. Ich bin Joel, Medical Officer. Ich will deine medizinischen Daten. Ich will deine Reise begleiten. Ich habe keine zusätzlichen Daten für ihre Mission. Awkward Pause. Goodbye. Die finde ich schon gut. Ich habe nichts wirklich Interessantes jetzt zu sagen. Ich sollte wohl einfach gehen. Die finde ich gut. Medizin, dann kriegt sie Dark Matter von mir. Ich will schon anfangen, sie. Hau ab, Android. 10. Danke, aber mach dir keine Sorgen. Ich bin auch nicht sehr gut, anderen Geschenke zu geben. Egal, wir haben noch nicht viel Sachen, aber schon mal gleich anfangen, die Wogen zu glätten. Ach, guck mal, ach, hier sehen wir auch Love Interest. Ach, guck mal, die können wir nicht. Aiden, oh, wir können aber Android. Stark. Oh, den Roboter können wir auch nicht daten. Finde ich schon schade. Hey Captain, ich bin Sprout. Oh, du bist größer als ich gedacht habe. Wette, du bist beliebt. Wusstest du, dass 65% aller Trainee-Captains aus dem Programm fliegen im ersten Jahr? Ah, lecker. Salzstangen? Cool. Du kannst mit Logi teilen vielleicht. Ich möchte keinen. Dankeschön. Seit ich hier auf dem Schiff bin, hatten wir eine 100% Dropout-Rate, was statistisch ziemlich beeindruckend ist. Nein, sie sehen nicht aus. Nein, ich meine, sie sehen sehr fähig aus. Verdammt. Und hier geht meine erste Vorstellung. Will ich schon eigentlich. Nee, ich will noch die andere finden. Wer ist die denn mit dem komischen. Ja, sind sie ein sturdy, ein kräftiges, junges Ding? Wenn sie kennenzulernen, ich bin Piper. Ich bin auf diesem Schiff schon so viele Jahre. Und meine Familie kennt alle In- und Outs, also wie es läuft. Das Schiff mag alt sein. Aber sie machen sie auch so nicht mehr. Sie braucht nur jemanden, der ihr etwas Aufmerksamkeit gibt. Vielleicht wird eines Tages ja alles etwas besser. Na Klärchen, jetzt ist ja Captain B-Trunks da. Mach ich mal keine Sorgen. Ich krieg das schon alles hin. Ich meine.
Und aufheben. So. Ja, wenn wir Treppen laufen, ne? Geht ja auch. Hier sind die. Ja! 1900 hier programmt für die Family Unit Scanning. Ist nicht einprogrammiert. Scannt wieder. Dein Gesichtsscanner und deine Fingerabdrücke werden gespeichert als Gast. Danke fürs Vorbeikommen. Oh, was ist das da? Vielleicht noch mehr Sachen. Gleich mal checken. Experts. Yes. Water One, Day One. Können über 100 VR-Games spielen. Also nochmal erstmal alles abchecken hier. Ja. Da, also die Kleine jetzt. Ist wirklich der Captain. Ja. Oh, das ist so cool. Glaubst du einen Geister? Nö. Ah, ich auch nicht. Guck weg. Ich habe nur gefragt, weil ich abends manchmal mal Geräusche höre und es ist vielleicht nur meine Einbildung. Mein Großvater hat immer gesagt, dass das Schiff so alt ist und muss repariert werden. Aber er ist alt und macht auch keine quietschenden Geräusche. Hi Captain. Um ein Botanist hier aufs Raumschiff zu sein, heißt eine Menge mehr als nur Forschung. Ich helfe, die Food Ressource zu reproduzieren für das Schiff über das Abenteuer hinaus. Planeten wie der Graue Planet kann wertvolle Ressourcen geben. Und wir müssen natürlich Gemüse anpflanzen, also Crops, Saat. Also so denken nicht schlecht über die Gegenstände, die wir hier bis jetzt finden. So. Jetzt sollte ich zu dem Links gehen, ne? Das haben wir das großen Teil schon gesehen. Okay, hier sind so Upgrades, beziehungsweise Reparier-Ecken, die ich machen muss. Muss ich zum General Store mal reingehen? Dann kann man so eine Sequenz sogar. Captain, willkommen zu Nessie McNessness. Geschäft, ja. Mein Name ist Robert und mein Sohn Jimmy und ich leiten den Laden. Wir haben viele Items, die gekauft werden können mit den Chip Credits. Wir werden auch Käufer außerhalb des Schiffs finden, wenn du irgendwas verkaufen möchtest. Bring mir einfach deine Items, wenn ich hier an einer registrierten Kasse bin. Das erinnert mich dran. Was ist los mit dem Mäuschen? Bist du auf dem Schoß? Ist kaputt? Ja. Armes Mäus. Dann komm mal. Ja. Dann hol ich meinen Papa aus. Ah.
Mach deinen Keks. Wo ist der Junge? Naja. Warte, ich erinnere mich, wie ich das selber machen kann. Automatische Öffnungstür-Sound. Sag mal hallo. Sag mal guten Morgen. Ne, keine Lust mehr. Das hier ist Binbot. Und ich werde ihn auf den Deck jeden Tag schicken und so, dass er alles einsammelt, was du verkaufen möchtest. Wie Bob, dir zu helfen. Ich pack einfach alle Sachen, die wir verkaufen, jetzt im Binbot. Er wird mir jeden Abend bringen. Noch mehr? Noch mehr? Ja. Was noch mehr? Das ist doch schon ein Keks. Iss doch erstmal auf. Kollege Schnürschuh. Shop gerne, bevor du gehst. Mehr? Erstmal aufessen. So, ich hoffe, wir haben eine wunderbare Arbeitsbeziehung. Oder so. Was, Jimmy? Jimmy Ju, who are you? Jimmy Ju. Ich will was kaufen. Achso, was war ich hier gucken, ne? Yeah. So, Liebesbriefe. Oh, ja, ja, klar. 100, oh, ja, ja. Nice. Nein, das hab ich getan. Also gar nichts. Ein bisschen Brot. Ein Brot in der Not. Hier hinten. Aua. Wo hast du Aua gemacht? In deiner Stirn. Da. Und da hab ich Aua gemacht, ne, mein Schatz? Hallo, Matze, was geht? Oh, warte, hier können wir, ach, hier können wir Sachen herstellen. Aua. Ja, dann Nase ich auch durch Aua, wenn du nochmal reinstehst. Ah, ein Plüschi. Jimmy, was geht? Hast du Lust auf die dunkle Seite? Ja. Was jetzt? Oh. Ja. Sorry. Ja, willst du zur dunklen Seite? Ja. Wir haben Kekse. So. Ich hatte die Version mit anderes. Also bist du ein neuer Captain. Ja, du siehst auf jeden Fall nicht aus wie die anderen Captains. Man muss genauso hart arbeiten, um das Vertrauen von ihm zu kriegen. Müssen wir runter? Okay, 1, 2. Hui! Ja. So eine Weile da. Und jetzt bist du weg, musst du vom Bildschirm, wenn du weggehst. Faszinierend. Ich vermute, dass du bald zum grauen Planeten runtergehst. Hört sich irgendwie interessant an. Ah, ich werde dich hier verstecken, falls du mich brauchst. Oh, ich werde hier rumhängen. Was ist das da? Oh, 10 Plätze, was kostet das? 500? Okay, das wird gespart. Ah, verstehe. Kacke, würde ich sagen. Lass mal so auszudrücken. Ah, hier ist Pumpy Boy. Hier, dich würde ich gerne einsaugen. Ich mal was. Hallo! Ich bin glücklich, dass wir endlich einen neuen Captain haben. Ich bin Lauren. Hilfe, die Leute in Form zu kommen. Und Berge klimmen, Gewichte, Yoga, ein bisschen von allem. Ich hätte ein paar coole Programme im Holosim, aber der ist kaputt gegangen. Stark. Möchtest du schon wieder auf Papas Schoß? Jetzt sag mal guten Morgen. Ja, dann nicht. Keksi Boy. Auf jeden Fall ist es schon eine ganze Weile her, dass irgendwer hier rumgelaufen ist und was repariert hat. Manchmal stolziert man im Bruder herum, tut es oder der Captain wäre, aber du scheinst fähiger zu sein. Oh, mein Bruder? Ja. Viel Glück mit ihm. Dein Bruder? Ah, du musst der neue junge Captain sein, über den ich so viel gehört habe. Na ja, willkommen an Bord, Partner. Hallo, meine kleine Maus. Was guckst du denn so? Oh, guck mal. Ja, da ist ein Pikachu. Ich bin Chip, der Schiffskoch. Und bin in der Kantine für den Rest ist meine Frau Kaida.
Es ist glücklich, dass du hier bist. Das stimmt, Matze. Da, Pikachu. Da sind auch ein bisschen Antibiotika drin. Die arbeitet so viel, dass ich sie kaum noch sehe. Ich hoffe, sie kann eine Verbesserung herbeibringen, dass sie ein bisschen langsamer treten kann. Sag mal, Pikachu. Ein Licht? Das Licht der Hoffnung. Das die Dunkelheit erhält. So. Was? Oh, die... Hi. Ja? Hallo. Ich bin hier Lab. Augenrollen. So der neue Captain, ha? Weil du verstehst nicht, dass kein einziges über das Innenleben und wie man irgendwas reparieren kann. Das ist genau, warum alle so runtergekommen sind. Newbie Captains können sich nicht um ältere Schiffe kümmern. Lass alles einfach mir. Flüstert es von Witz. Warte. Eins. Bakusa? Nein, Pikachu. Let's see. Was? Ja, dann gehen wir schon nochmal. Da ist Pet runtergefallen, mein Schatz. Nicht so schlimm. Schnell bitte in die Sandkiste. Weep. Das ist hier meine kleine Rakete. Nee, kann ich nicht benutzen. Selbst das hier ist das Haus kaputt. Und das raucht. Was ist das hier? Ist das die Schule? Ich kann nur das sagen. Zeigen, was auch immer. Jetzt keiner in der Schule. Wie viele Kinder haben wir eigentlich? Ich habe keinen. Doch, ich habe zwei gesehen, ne? Das. Proud. Cell Junior quasi. Und das kleine. Was ist das da? Und so viele Kameras. Aber ich sag mal so, vom Umfang her, das Schiff ist schon sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Und dann natürlich, Sachen anpflanzen, dann auf die Oberfläche des Schiffs, des Planeten gehen. Hört sich schon, sage ich mal, nach einigen an, was man hier so machen kann. Mal gucken, wie lange die Demo geht. Hier gibt es einen tieferen Einblick. Guten Morgen. Guten Abend, Captain. Sorry für die Stunde, es ist 8 p.m. Ihr habt ja vergessen zu erzählen, dass um 8 p.m. Gehen wir in den Nachtmodus des Schiffes. Damit wir einen Tag-Nacht-Zyklus haben. Und so der Crew und so weiter und Licht, allerdings hier Energie sparen. Ich sage dir später Bescheid, wenn offiziell die Lichter aus sind. Bye, bye. Was ist denn der blöde Dings hier? Wo muss ich jetzt hin? Muss ich den finden? Die habe ich schon und der habe ich geredet. Guck gleich mal, ob ich schon irgendwie auf der Karte schon sehen kann, wo alle anderen sind. Und ich muss anscheinend einmal mit jedem reden. Ich kann leider nicht schneller laufen. Ich glaube, es gibt irgendwie ein Item später. Die Speed Boots. Der Maschinenraum. Oh, beruhigende Geräusche. Hallo, Doug, mein Darf.
Hier ist der Trash. Da sind wir nach oben. Ein Hase, der so wild aussah. So. Ja, sieht noch wild aus. So, ich muss auf jedes Deck nochmal gehen, nochmal gucken, ob ich jetzt irgendwie einen von den Spackos entdecke. Also sind alle schon abgehauen, ne? Ja, okay, ich muss, glaube ich, schlafen gehen, weil die sind jetzt anscheinend alle schon irgendwie weg. So, wer fehlt mir jetzt noch von den ganzen Leuten? Der da fehlt. Der Mechaniker. Oh, Chief Medical Off fehlt mir auch noch. Jimmy habe ich, Kendall habe ich, Lynn habe ich, Lauren habe ich, den habe ich. Okay, den Piloten habe ich noch nicht. Den Rest. Ne, der hier fehlt noch. Shinji, Steven. Okay, das heißt Maschinenraum. Jetzt nochmal ein bisschen Kram wegsaugen. Weil ich da eh noch Energie über habe. Was ich auf jeden Tag verbrauchen. Oder dass ich den ganzen Raum hier noch clearen muss. Okay, reicht, würde ich sagen. Ja. Ja, sonst, also Nika, also ich würde sagen ja. Doch, und selbst? Montag. Die ersten Montage. Ja, bla bla, Space. Ah, okay. Kenne ich, also zumindest zu Arbeitstagen. Da bin ich auch immer müde. Lenny! Lenny Vanilli. Okay, ich freue mich, dass ich hier umtreffe, Captain. Dann Botanica und Agri. Ich vergesse mir die Wörter, ne? Auf Deutsch zumindest. Stark, Nika, stark. Bla bla, einige Essenssaaten für sie. Echt, dann ist eine große Aufgabe. Ich denke, mit ihrer Hilfe können wir es zusammen schaffen. Glauben Sie, dass Sie einen guten Raumschiff-Farmer machen würden? Ja, ich helfe auf jeden Fall. So gut ich kann. Oh, vielen Dank. Um überhaupt irgendwas zu produzieren, müssen sie zuerst Maschinen bauen. Die ist hier, die lungert hier irgendwo rum. Also das Schiff heißt auch Nessie McNessness. Also quasi das Schiff ist quasi deine Ansprechpartnerin. Ah! Maschinendekoration kann hier an der Workbench gecraftet werden. Es gibt Indoor-Maschinen, wie Planter zum Beispiel, die markiert werden mit einem Indoor-Icon. Und alles, was außerhalb der Hülle gehört, so Solarpanels, wird mit einer Outer-H-Icon gekennzeichnet, also Stern mit einem Haken dran. Und diese können außerhalb der Hülle gebaut werden, also auf dem Dings-Planeten wahrscheinlich. Hier ist ein Basic-Planter. Und Rainbow the Breakers ist gar nicht schlecht, halt, wie gesagt. Ich fand, das war immer unterhaltsam. So, jetzt mit Dings hier, mit Black Goku, soll das jetzt so ein bisschen unbalanced sein, weil der wohl ziemlich krass sein soll. Da er, während er selber losläuft, der andere Typ hier, der Kaioshin, der Dings hier, kann wohl dann nebenbei die Überlebenden jagen. Das sind quasi zwei Leute, auf die du aufpassen musst. Plant, dass die Maschinen arbeiten nicht ohne Strom.
Wenn du dieses Power-Icon flash siehst, dann brauchen sie Strom. Lass uns zur äußeren Hülle gehen und ich zeige ihnen, wie sie... Oh, wie komme ich da denn? Vielleicht, wie sie Strom erzeugen können. Um mehr Strom zu generieren, bauen sie einfach ein neues Solarpanel. Chips hat ne, Power-Display, hilft ihnen zu schauen, wie viel Energie sie generieren und wie viel die Maschinen brauchen. Hier, sie können die Solarpanel haben, um zu starten. Lassen Sie uns reingehen und ich erzähle mehr über die Pflanzen. Okay, der erste ist ein Plan, der Energie hat. Drücken Sie einfach X. Und wenn Sie irgendwelche, Saat haben, sehen Sie, wie einfach das ist. Ich will den Rest der Kartoffelsaat haben, die ich heute Morgen geerntet habe. Okay, eingepflanzte Saat muss jeden Tag gewässert werden, bis sie fertig sind zum, zum Abgreifen. Hier ist der Unterschied zwischen einer trockenen Pflanze und einer gewässerten Pflanze. Das ist das Wasserpack, was ich normalerweise benutze. Also, kannst neue Saat von Robert bekommen. Und du kannst die extra Einkünfte kannst du weiterverkaufen, um mehr Credit zu kriegen. Dann bring mir eine Kartoffel, wenn sie fertig sind, dann weiß ich, dass du verstanden hast, worum es geht. Danke, Captain. Es ist schön, sie bei uns zu haben. Also muss ich die Dinger mal bewegen, ne? Ich fällt mich, wie sie angeordnet sind. Was ist mein Ding? Ja, dann werden die ja abgebaut, ne? Kann ich ja nicht ertragen, wenn die Hände so rumstehen. Also, ach, hier ist auch das Dings, ne? Oh, ich bin schon voll. Ups, upsie Daisy. Dann mach ich da welche hin. So, das Wasserpack benutzen sie. Muss ich gleich noch rausgehen? Also eben mit dem Strom geben. Da hinten muss ich dann raus, ne? Kann ich ein Solarpanel oben benutzen? Okay. Wenn ich jetzt so ziehe ich wohl automatisch an. Oh. Der läuft hier schon. Ach scheiße, kann ich so nicht wegnehmen. Ehren schlägt die Hand jetzt rüber, dass ich Platz habe. Jetzt habe ich genug Space, so kann ich dich aber rausnehmen. Sterne! Links der Kakarot. Das fand ich cool. Das hat mir gefallen, das Spiel. Also jetzt haben wir genug Energie und wir haben unsere ersten Kartoffeln gepflanzt. Das läuft doch wie am Fließband. Genau. Was sonst noch irgendwas, was ich beachten muss in dem Raum? Nee, hier muss ich einfach nur aufräumen. Ja, das soll wirklich nur so ein asynchrones PvP-Ding sein. Die Geschichte ist einfach nur bla bla, bist ein Zivilist, bla bla, wirst da ne, verschiedene Multiversen. Und ne, sonst muss dann halt eben entkommen. Zivilisten retten und entkommen. Und durch diese Rifts, die du immer gezogen wirst, in die Kampfzonen, versuchst du einfach zu entkommen. Also wirklich Story soll es nicht haben. So, Solarzelle, Soil Sample habe ich nicht. Stone kriege ich auch erstmal nicht. Also Metroid Exchange Extractor.
Hallo Captain B-Trunks. Mein Name ist sehr schwer auszusprechen für Menschen, also nenne ich einfach Pilot. Das ist ein Spitzname. Aber ich bin der Nessie McNessness Navigationsoffizier. Ich brauche sehr wenig Ruhe, also werden sie mich hier die meiste Zeit finden. Nee, tatsächlich noch nicht, Nika. Ich bin auch nicht so ein großer Seven Deadly Sin Fan. Ich habe mir die erste Staffel angeguckt und war so, ja, das ist ganz cool, aber. Zip und ich, ich und CPU halten, also berichten bzw. sammeln alles, was auf der Oberfläche passiert. Bei der Brücke. Okay. Ja gut, das stört mich ja nicht. Das ist ja, sag ich mal, eher das kleinste Problem. So, die kennen wir schon, die kennen wir schon. So, wir müssen noch Medical Officer, das ist schon wieder selber Zeitraum, dass die alle hier auftauchen. Das heißt, ich kann jetzt schon wieder vielleicht nicht alle erwischen. Okay, aber wenn ich es mal günstig sehe, kann ich es mir mal schnappen. So, warte. So, warte, kann ich jetzt, aber kann ich auch gucken, wo alle sind dann in dem Zeitpunkt? Ja, ich sehe die Leute aber nicht, ne? Science and Medical Dings. Ach, da hinten, okay. Ja, scheint uns vorbeigelaufen, ne? Und jeden Tag liegen hier auch anscheinend irgendwelche neuen Sachen rum. Guten Morgen. Willkommen, Captain. Unser altes. Also, hab ich schon mit dir geredet? Anscheinend, ne? Okay. Ach, oh, das die andere. Oh, mit der muss ich reden. Die ist awkward. Die mag ich. Die scheinen sehr. Also nicht sehr gut sozialisiert zu sein. Es ist wohl nicht wirklich normal, irgendeine Nummer in deinem Namen zu haben, oder? Ich weiß auch nicht, was die anderen Leuten sagen soll, aber es macht irgendwie Sinn für mich. Es war die Reihenfolge, in der ich geboren wurde. Mein Name und die Nummer, die sie mir gegeben haben. So was, ne? Die ist mir total sympathisch. Du kriegst. Achso, ich habe auch nichts Tolles für sie, ne? Du musst Besseres finden. Muss besser sein. Was ist sowas hier? Kann man schlecht. Nee, ich kann kein Geld ausgeben. Ich brauch erst mein Backpack. Okay, Und die Brasco. Okay, Cargo Bay. Das sind alle ausfindig, ich muss mit allen einmal reden. Ach komm, gleich hier mit Jimmy Neutron. I am Steven. Hey, mit meinen Großeltern und kleinen Schwester Candle. Wenn du sie triffst, erwähnt ja bloß keine Geister. Sie tut auf hart, aber ne, sie ist leicht zu verunsichern. Das ist nicht ihre Schuld. Es hat sich ein bisschen creepier als und isoliert angefühlt, seit wir auf dem grauen Planeten angekommen sind. Ich bin zum Maschinenshop, Captain. Möchten Sie mich in eigentlich Upgrades haben? Laser. Aha. Shovel. Watching Pack. Kapitäns Kitchen. Und hier können wir das, die Sachen anders machen. Dafür müssen wir erst was bauen. Okay. Also, wer fehlt uns jetzt noch? Haben wir mit allen geschnackt. Also den haben wir, Jimmy Neutron. Habe ich schon mit denen geschnackt? Plaza. Haben wir. Den habe ich noch nicht. Geh schnell aufs Plaza. Was wir nicht hier weitermachen können. Ich muss ja erstmal jeden einmal Hallo sagen. Das ist der eine. Läuft hier gerade runter. Shit. Oh Gott, den mag ich nicht. Wo läuft der hin?
Warten Sie, Sir, warten Sie. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Nein, gerade falsch. Naja, ich bin Shinji, ich bin nicht wirklich Teil der Crew. Meine Familie hat für diesen Raum bezahlt, also bin ich ja einfach nur ein Studierer. Möchtest du mich irgendwie offen, nicht angreifen? Ich hätte gehofft, dass sie irgendwie ein besseres Schiff nehmen. Ich meine, wie alt ist dieses Schiff? Wir sehen uns, Captain B-Trunks. Wer fehlt jetzt noch? So, Shinji haben wir getroffen, Robert. Steven Stewart. Robert Piper. Fibon Knoblauchcreme ist eine gute, ist eine sehr gute Kombination. Wo ist Jimmy Boy? Achso, Jimmy Stinks hier, ne? Stimmt, der wohnt ja da. Hab ich ja alle, oder? Talk to Edward und Francis. Ja. Mit dem hab ich doch geredet. Achso, ich. Oh Gott, ich muss. Oh Gott, okay, okay, okay. Ich darf nicht hinter dem Counter mit ihnen reden. Ich muss mit ihnen. Also, ich muss mit ihnen nicht als Verkäufer reden, sondern als Menschen. Obwohl sie Menschen sind. Breakers, wie gesagt, macht mir sehr viel Spaß. Cool, ich auch immer gerne alle paar Wochen mal rein. Achso, ah, okay, wir hatten gar nicht miteinander geredet, okay. Mann. Ich darf halt nicht, ne? Also wenn sie hinter ihrem Counter stehen, hinter ihrer Kasse stehen, dann sind sie halt keine Menschen mehr. Das ist bei Nessie und mir auch. Wenn wir beide mal kassieren, dann sind wir einfach keine Menschen mehr. Sondern wir sind dann was anderes. Hey Captain B-Trunks, ich bin Edward. Und du siehst mich irgendwie im Maschinenraum irgendwas bauen. Siehst wahrscheinlich, dass das Schiff schon bessere Tage gesehen hat. Aber mit ein bisschen Hilfe und den Supplies. Glaube ich, können wir echt gute Verbesserungen machen. Ich weiß, dass du deine Hände voll hast mit dem grauen Planeten. Bin noch nicht unten gewesen, aber von Kyler sagt, es ist ziemlich verlassen. Warum? Was war denn nicht? Und die letzten zwei oder drei Captains, die es Weltraumallianz uns gegeben hat, haben sich nicht wirklich dafür interessiert, hier irgendwas irgendwie zu helfen. Ich hoffe, dass du anders bist. Also erstmal den Sauger wieder rausholen. Okay, wo ist denn Lida? Kaida Kuhn. Nicht gescampt? Ach, da ist sie. Da sind sie sich auf dem Weg anscheinend hier. Nein! Nein! Ja, geh nicht weg! Ich muss mal mit dir reden, damit ich weitermachen kann. Okay, Rich. Ich folge dir. Folge dir, wohin du gehst. Bis ans Ende dieses Raumschiffs. Sehr gut gemacht, Captain. Ich bin froh, dass sie ihn getroffen haben. Und denken Sie dran, bei der Crew öfters vorbeizuschauen. Sie können vielleicht Hilfe brauchen oder geben Ihnen vielleicht auch Ratschläge von Zeit zu Zeit. Ich glaube, Edward hat erwähnt, dass ihr Shuttle jetzt langsam fertig sein sollte. Sie können damit runter auf den grauen Planeten und können das Relikt untersuchen. Wer die Elemente auf der Oberfläche untersuchen und sehe, ob ich irgendwelche wissenschaftlichen Verbindungen finde. Aber bis jetzt habe ich nichts Interessantes rausgefunden. Als du runtergehst, gebe ich ihnen einige Sachen, die sie mitnehmen können. Diese Schaufel zum Beispiel ist gut, um in irgendwelchen sandigen Gegenden zu graben. Oder Laserblaster hier kann Steine in die Luft jagen, brechen. Oder sie können sich selbst verteidigen bei aggressiven Krittern, in die sie reinlaufen. Ich werde an Bord bleiben und würde meine Forschung weitermachen.
Wenn sie bereit sind, gehen sie zur Shuttle Bay, wenn sie fertig sind und Edward wird sie dort treffen. Viel Glück. Viel Glück. So. Also ich brauche gleich mal eine Kiste. Ich brauche Platz. Kartoffeln sind alle schon gewässert. Um 3.30 Uhr, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber packe erstmal schnell hier alles rein. Ja gut, das Wasser kann man auch behalten, ne? Jetzt ein bisschen sortieren. Okay. So, dann wird die erste... Wie gesagt, wir können sehr viel auf dem Schiff machen. Wir können auch noch auf dem Planeten runter, da auch noch einiges, schätze ich mal, machen. Ich habe gesehen, da kann man auch Sachen anbauen. Das heißt, vom Umfang her... scheint das gar nicht so schlecht zu sein. Und die Machart gefällt mir auch sehr gut. Hey, Captain B. Trunks, kommen Sie her. Oder hier rüber. Ich möchte Sie willkommen heißen zur Shuttle Bay. Das ist ein persönliches Shuttle. Sie können sich die Freiheit nehmen, jederzeit unten auf die Oberfläche des Planeten zu gehen, wenn wir im Orbit sind. Runter zu gehen und Materialien zu sammeln auf der Oberfläche ist wichtig für unsere Community. Oder für unsere... viele Leute hier. Also wirst du wahrscheinlich eine Menge oft machen. Das neu gemängelte Shuttle-Modell sieht sehr spiffy aus. Blick. Oh my. Oh, das ist ziemlich stark, oder? Sehen Sie irgendeinen Off-Switch? Klick. Schnurrt wie ein kleines Kätzchen, oder? Auf jeden Fall war der graue Planet, wenn sie soweit sind, ihn zu erforschen. Das Relikt unten ist ein wirkliches Mysterium. Und leider hat absolut keine Ahnung. Das ist echt merkwürdig, Matze. Würde ich mal, um's mal milde auszudrücken. Okay, das Relikt. Okay, es scheint also mehrere Sachen auch zu geben, die noch dazukommen. Das Spiel ist das Potenzial, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Also viel zu tun zu haben, hast viel Freiheiten, was du machst. Achso, ja. Also ich brauche erstmal Steine. Energie, ne? Research Spot startet von unserer Testing Needs, okay. Ja, bist einfach nur krank. Das wird jetzt einfach schlimmer, beziehungsweise wechselt, oder? Okay. Wir checken mal das Relikt, da muss man auch hier Sachen einbauen, so wie Herzen. Ja, das ist das Relikt.
Okay, also wir brauchen Steine, damit ich hier ein Dings bauen kann. Eine. Was ist das da unten? Was ist das da unten für ein Augengesicht? Was ist das? Und einfach ein fancier Name für einen lustig aussehenden Stein. Aber es kann ein guter Kumpel sein, wenn du introvertiert bist. Okay, nehmen wir mit. Hallo? Was ist das denn? Captain, wo sind wir? Es ist ziemlich dunkel hier drin, glaubst du nicht? Warte, wer ist das? Captain, schau, das ist vielleicht unsere erste Chance auf den ersten Kontakt. Oh, naja, schauen Sie mir zu. Ich will uns vorstellen. Grüße, Bewohner des grauen Planeten. Wir sind Reisende von. Warte, wollte dich nicht erschrecken. Sorry, Captain. Oh, ich weiß. Ich könnte mal einige verschiedene Sprachen durchgehen, die bei mir programmiert sind. Klick, 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 klick. Beep, beep, boop, beep. Bark, bark, grump, grumble. Oh. Zut, zut. Ich glaube, ich habe irgendwas erreicht. Er ist ziemlich dreckig. Aber warum ist dieser Kleine hier ganz alleine? Zut, zut, Gabel, zut, zut, Bob, zut, Gabel, Brück, zut, zut. Ich glaube, es hat irgendwas über Zut gesagt. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Warte, was heißt das? Hey, kleiner Typ, ist der Name Zut? Oder bist du nur bedeckt mit Zut? Zut. Oh, er sieht ganz schön wütend aus und sehr, sehr hungrig. Wer weiß, wie lange er hier ist ohne Essen. Ich glaube, du könntest ihm helfen. Ja, lass uns helfen. Weil wir sind so schon synchronisiert. Was für ein gutes Team wir abgeben. Wer weiß, welch mit dem vollen Bauch kann uns helfen, über das Relikt rauszufinden. Dann noch eines an Essen produzieren. Aber lass uns erst zurück zu Kyla gehen. Würde dir einige nützliche Informationen geben, um dich, damit du starten kannst. Warte, Suit, wir sind bald zurück. Grumble, grumble. Hier sieht man, wie viel Tage. Es 20 Tage oder so, seit wir den Orbit betreten haben. Obwohl 20, oh, das könnte natürlich eine andere Zahl sein, ne? Also 20 Tage müssen es ja nicht sein, je nachdem, was für eine Zeitrechnung der Kleine hat. Okay, was haben wir hier? Metroid? Zack. Chip, 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 chip. Das ist unsere erste Reise auf dem Planeten. Das lief doch gut. Zurück zum Schiff. Nessie Mac Ness. Was ist das da? Shinji's Racer. Okay. Also jetzt mein Schiff, also eigentlich gehört alles mir. Immer so als Info.
Captain zeigt seine schmutzigen Schuhe. Bitte limitieren Sie die Kontamination, die Sie zurück aufs Schiff bringen. Sorry, ich habe auch noch ein bisschen auf dich geschossen. Es tut mir leid. Jetzt verärgert. Muss ich neu laden? Ja, okay, ist gut. Ich darf ja nicht Leute erschießen hier. Also nicht unbedingt. Sorry. Ich blockiere hier. Aber was steht da? Kann man was zu essen geben? Energie, das ist aber auch alles teuer, ne? Ist nicht irgendwie so eine 5-Minuten-Terrine oder so? Lernplan dazu, Dings. Okay. Kann ich machen. Muss erstmal einfach erstmal einen bauen. Ich glaube, ich keine Lust, dem jetzt was zu geben. Aber ich mache aber eine 5-Plante eigentlich. Soil Sample. Soll ich ihn einfach meinen Dingern schenken? Wenn ich es nicht mache? Gar nichts, oder? Kann mir eigentlich egal sein. Ach scheiße, 64 Steine. Okay. Zeug-Sample kann ich vielleicht kriegen, wenn ich auf dem Planeten dann abbaue, ne? Das war alles hier rein. Tuesday. Aber ich muss mal was checken, ne? Das ist tatsächlich ein Spiel, was ich wohl auch nach der Demo spielen würde. Also was ich auch, wenn es rauskommt, spielen würde. Frage ist aber nur. Diskussion anzeigen. Die soll wohl funktionieren. Ach stark. Ja, ich kann hier eine Energy Bottle. Ich werde nochmal auf das Festland wahrscheinlich gehen. Also hier nicht auf dem Planeten, meine ich. Ich möchte dieses Soil haben. Vielleicht kaufe ich einfach irgendwas zu essen. Gib ihm das. Vielleicht zwei Sachen geklärt. Also Zipo hat mir erst erzählt über die versteckte Höhle und Suit, der drinnen schläft. Aber dadurch stellen sich doch mehr Fragen, oder? Aber ich bin froh, dass sie entschieden haben, die Suit zu helfen, ist die oberste Priorität. Ah, okay, sollen verschiedene Food-Optionen geben. Okay. Ach cool, guck mal, jetzt können wir auch mehrere Sachen machen. Also auch wenn ich den ersten Ort habe, kann ich quasi jetzt rübergehen und kann jetzt mehrere Sachen, was ich schon gedacht habe, mehrere Sachen einfach anklicken und woanders hingehen und andere Orte. Und mein erster Tag da oder zweiter Tag da und viel mehr erreicht als die anderen Captains. Was für dreckige Loser. Also noch ein Energy Drink dabei, also geht's heute ab. Explore Planet, Zone 1. Soll wahrscheinlich dann jetzt auch hier die Gegner holen, auf den Plan rufen. Oh. Also hier ein Stein, ach komm, jetzt können wir noch eine Schaufel nicht benutzen. Ach guck mal, das ist dann was, was wir brauchen vom Planter. Vielleicht den komischen Hasen das tatsächlich geben noch.
No. Also so wie Dings hier, wie bei Stardew Valley, dass du dann eine Stufe runtergehen kannst. Versuch mal zwei von den Zoll-Dingern zu holen. Dann kann man links durchfallen, ne? Was ist das? Space Radish. Und dass man schon sofort erkennt, ob man es essen kann oder nicht. Einfach reinschieben. Das schon. Dann wird schon nicht implodieren, vermutlich. Was sagst du, Nessie? Zu dem Game? Als Weltraum-Trash? Bis Dings unlocked. Oh! Nein, falscher! Bam! 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 Also ich muss auch mal Bam gleichzeitig sagen, weil ohne Bam funktioniert hier gar nichts. Muss ich ganz ehrlich sein. Also wenn ich nicht Bam mache... Aua! Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier Energy Drink schon nehmen. 40. Ich nehme jetzt, also 1 Cent nehmen, ja. Auch sagen, gefällt mir sehr gut. Oh, guck mal. Noch einen runter? Ja, komm. Sind hier Pioniere. Müssen wir das Gebiet hier vorne clear, ne? Okay, 4 Schüsse hat das Ding ausgehalten. Okay. Dieses Spiel kommt heute raus. Soll ich mir wo kaufen? Also ist jetzt kein Grund, warum ich es nicht kaufen sollte. Sieht interessant aus. Es gibt 4 Dinge anscheinend, die man machen kann. Ach schade, das kann ich jetzt essen. Ah! Da brauchst du zum Glück nicht so viel Energie. Ist da oben. Kann auch sein, ne? Der Ausgang ist. Geh schnell laufen. Mal nach vorne. Zack. Ja, schon die. Wie heißen die Anpflanzdinger bauen? Wenn wir uns ein bisschen Saat holen, können die schon abbauen. Was ist das? Das sieht wertvoll aus, ne? Aus Sand, Minerals, Stone. Stone erstmal nicht mit. Was ist das? Okay. Natürlich doof, dass es keine deutsche Sprachausgabe bis jetzt gibt, aber ansonsten. Gesehen jetzt von dem Punkt. So. Nein, nicht Krabby. Krabby, nein. Du sollst die Cis zerstören, nicht dich ihnen anschließen. So, weiter. Müll brauchen wir nicht.
Also auf 4, ich hoffe ja, dass bei 5, dass wir irgendwie so einen Checkpoint kriegen dann. Kein Trash, sorry. Oh, Energie wird knapp, Energie wird knapp. Shit. Ich muss zurück. Nichts davon essen, ne? Naja. Okay. Dann geht es wohl nicht anders. Dann geht es wohl nicht anders. Dann müssen wir mal raus hier. Vom Planeten wieder. Nessie, Mac, Ness. Wenn ich Geld hätte, würde ich ja, aber wir brauchen mehr für die neue Saat. Würde ich jetzt tatsächlich noch Energy Drinks kaufen und einfach versuchen, auf Level 5 vorzupreschen. Ja, das macht keinen Sinn. CPU freut sich. Scrap Metal, okay. Können wir jetzt morgen anbauen und können wir dem einen Hasen das dann geben. Wir haben noch ein paar Stunden. In-game. So, wir brauchen Scrap Metal. Wir brauchen Soil. Keine Energie mehr, aber wir können gleich ohne Energie bauen, hoffentlich. Oh. Space Pack voll. Dann können wir jetzt noch ein paar hinbauen hier. Oh, guck mal, wir brauchen ein Solarpanel, ne? Ah, okay. Was brauchen wir dafür? Hardware Parts Recycled haben wir, ne? Können halt nicht noch welche von denen bauen, aber. Recycled Parts, Hardware Parts. Was ist davon denn was wert eigentlich? Der hier? Da können wir aber keinen, muss man eins von denen wieder abbauen. Scrap Metal, ja. Dann brauchen wir den aber jetzt nicht sofort bauen, sondern ich kann den hier abbauen wieder. Kann das dem einen Typen geben. Und dem Häschen. True Quarters. Wenn die eine Quest bei ihm abgeben, die hat ja sogar einen Timer. Also sie können dann von 2 Tagen abgeben, dann ist das Ding vorbei. Was immer das dann heißt. Oder ein Sauer auf uns ist oder nicht. Ja. Ach so, weil ich das eine Teil in der Hand hatte, ne? Häschen? Das ist das Häschen am Pumpen oder was? Ach, Crew Quarters. Ja, mein Fehler. Okay, jetzt wo nur? Ich muss gleich nochmal genau gucken, wo er, glaube ich, ist, ne? Ach da, guck mal. Da steht in der Küche doch der Kollege. Deine Personalakte wurde geupdatet. Mit einem Daumen hoch quasi. Drei Korn, 3 Sojabienen, 2 Food-Dings, 3 Potato zu Lin, Korn, Sojabienen. Können wir mal schnell gucken.
ob ich dafür schon was kaufen kann. Natürlich gleich anfangen, die Sachen anzubauen. Moin. Wir sagen jetzt nicht, ich bin dreckig, ne? Kann trotzdem einkaufen, richtig? Kann ich nicht? Okay. Dann geht der Captain schlafen. Da. Ich bin zuerst. Ich bin der Captain. Captain geht zuerst. Nein, leider kein Platz für zwei Leute. Aber Captain, da sind Plätze für 10. Nein, kein Platz. Captain. Meine kapitänische Aura, die verbraucht alle Plätze. Sogar die noch gar nicht gewässert, ne? Oh Gott, ich sterbe, ne? Naja, ein Tag wird schon nicht schlimm sein, jetzt nicht, wenn ich nicht gieße. Was zu essen hier rumfliegen? Kann ich aber nicht den Stein essen oder so? Ja, das kann ich wieder rauf. Ja, komm. Okay, zuerst wässern. Nicht am Ende. Komm mal, erste Regel. So wie es bei Stardew Valley auch üblich ist. Warte aber sofort schon auf das die Oberfläche zurück. Warte, es gibt ein Gericht. Okay, das ist smart. Ah, guck mal, hier gibt es ein Workbench Storage. Also ein Lager. Das heißt, alle Sachen, die ich da reinnehme, werden automatisch von allen Dingen, die ich auf dem Schiff mache, anscheinend aufgegriffen. Aber kann ich das von hier aus einfach verschieben? Achso. Ja, ich will eine schwarze Truhe haben. Das heißt, man braucht nicht immer die Sachen raussammeln, sondern kann die alle da reinschmeißen und dann wird die von überall ausbenutzt werden. Das finde ich eine tolle Erfindung. Es ist auch Zukunft, ne? Hallo. So ein Minimum-Ohr. Ja gut, die packe jetzt nicht rein. So, das ist gut. So, jetzt erstmal wässern. Oh, guck mal, scheiße, die ist schon ein Stück größer geworden. Und hier sind neue Karton gekommen. Ja, vorne nicht da. Shit. Okay, Sojaboden. Und Korn. Was ist denn ein Hahn? Dann aus. Also ich wollte zum Plaza, wollte einkaufen gehen. Oh, neuer Auftrag. Aluminium zum Max? War das Aluminium, was ich da hatte? Aber es war nur. Open the door! So, wir brauchen Korn und Sojabohnen. Potato. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen 3 Sojabohnen, 3 Korn. Die geht gerade so. Richtig. Wir brauchen nämlich jetzt noch tatsächlich den Solargenerator und mehrere Plätze. Das heißt, konzentrieren wir uns erstmal darauf eben.
dass wir Suit helfen können. Also. Können wir eben bauen. Dann können wir den schon aufs Dach stellen. Wir brauchen aber. Doch, wir können drei benutzen. Wir kriegen 4 Energie pro Solarpanel. Das heißt, wir haben genug Energie für weitere 3. Also insgesamt für weitere 4, aber wir brauchen nur 3. Okay. In der, noch Aliens einsaugen können wir noch nicht. Das sieht nach Metall aus, ja. Das nehmen wir mit. Habe ich genug Säule? Ich glaube ja, ne? Das muss auch reichen. Auch Steine. Okay, oder? Energie ist hergestellt. Ups. Ja, wir können erstmal 2 noch bauen. Vielleicht noch ein Scrap Metal ranbringen. Dann hätten wir schon alles in die Wege außer Food-Ration. Da muss ich gucken, wo ich die herkriege, ob ich die kaufen muss. In der Kantine wahrscheinlich dann. Ja, das ist gut. Nur die einzelnen kann ich machen. Auch keine Kabel, Leute. Keine Kabellage, Kabel euch genug. Auch hier leckeres Metall. Nom 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 nom. Vielleicht hatten wir jetzt schon? Ja, müsste eigentlich. Machen wir heute mal so weiter. Ich gucke gleich nochmal nach den Rationen, ob ich die irgendwo herkriege. Wir gleich Korn und Sojabohnen anpflanzen. Also war schon gewässert, ne? Dunkle. Passt. Okay. Gut, jetzt gucken wir jetzt nach Rationen, was ich dafür brauche. Vielleicht muss ich dafür jetzt noch was verkaufen, aber dann hätte ich zumindest die ersten Sachen so nebenbei. Und ich kann gucken, was ich Aluminium. Ist das Aluminium hier? Nee. Weil das Aluminium natürlich anders aussieht, aber. Hätte ja sein können. Zum Blaser gehen, mal in der Kantine gucken. Der 6 PM Break. Was macht der kleine Suit da unten? Ich habe mir überlegt, dass ich ihn vielleicht ein Pullover häkeln könnte oder einen Hut. Aber ich bin ehrlich gesagt, weiß nicht, was er überhaupt tragen würde. Aber wir können ja in der Zeit mal runtergehen, können mal in den Maschinenraum schauen. Und rausfinden, was ich eigentlich so bald brauche. Zur Recreation. Ah, okay.
kurz gesagt, langweilig. Nichts, was Wissenschaftler wie ich interessieren könnte. Oder wie mich interessieren könnte. Ja, die eine interessante Arbeitszeit, ne? Er hat der Job. Ist heute ganz Tag geschlossen. Gehe ich mit CPU reden. Einziger Freund hier. Der mich versteht. Ich habe über das Hut nachgedacht. Ich hoffe, er ist okay da unten. So in einer komischen Höhle ganz alleine. Ich kann nicht viel machen, aber wird das helfen? Ja, Geld hilft immer. Also sie haben neue Zonen gefunden. Und haben sie schon erstmal einen Shuttle eingebaut. Brauche ich 500 Credits für einen größeren Rucksack. Aber ja, für das hier auch. Wieder von der gar nichts. Nee. Also das dann immer sauber ist. Hier kann man den Weg mal frei machen. Ne? Ja, ist ja gut. Ich bin schon aufgehört. So, was ist euch Dark Matter wert? 1. Ja, das ist nicht viel. 8 hat 16 Wires. Ah, die brauche ich aber alle noch, ne? Mal kurz in die Kantine rein. Ich muss wissen, was ich für die Food-Ration brauche. Also ich hoffe, dass ich sie da kaufen kann. Sonst wäre schlecht. Oha. Jetzt sind also nur Oberarme. Aber es fällt automatisch, ne? Ja. Sechs. Und na, das heißt, ich brauche 200. Okay. Also verkaufen wir schon mal, kaufen uns auch schon mal die Essensration, dass ich das einfach schon mal safe im Hintergrund habe. Sobald das Gemüse fertig ist, dass wir uns Food das geben können. Das muss in der Progress in der Main Story geben. Daher relativ wichtig. Ja, das würde ich schon gerne in der Hidden Treasure. Ja, der Dings kann weg. Das brauche ich, ne? Einfach Dark Matter vielleicht leicht beizukommen, oder? Nehme ich den komischen Dings hier. Wir teilen. Halt mal so 25. Verkauf die schon mal. Ich das nächste auf dem Planeten gehe, kann ich noch mehr sammeln. Alles rein batschen. Mal ganz kurz mal im AFK, während das da läuft. Mal kurz mal sofort wieder durch. Einen Moment.
Okay. Dankeschön, Nessie McNessness. Schnell mal Marzipan-Schokolade reingeballert. Ja, bla bla, mit Leuten reden, denen Geschenke geben, bla 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 bla. Gleich wieder runter auf den Planeten, ich brauche wieder neuen Kram. Den Weltraumstaubsauger lasse ich immer hier. Den brauche ich, obwohl, wird der nur graben wahrscheinlich, aber den brauche ich vielleicht trotzdem, ne? Wenn denn was das Wasserding aber hier lasse. Chunksy Mac, Truckers Trunks. Dankeschön, Matze Mac, Matz. Klar, so. Ah, hat irgendwas? Hi, gutes Timing. Nur nicht zu beschäftigt bin ich, habe ich eine zusätzliche wissenschaftliche Forschung. Wenn du mir helfen könntest. Okay, könntest du mir die Ressourcen quasi Stein und Erdproben bringen zum Analysieren. Ja, okay. Wie viel braucht sie? Okay, jetzt um dir ein Geschenk geben, okay. 25 Steine, 25 Zoll Dings. Und der ist immer irgendwas am Cooking. Guck, also ich kenne die coole Formel von nicht. Der ist auch gerade noch schon bei Breakers und so. Brauche ich einen Energy Drink? Ne, wir haben kein Geld. Wir können es nicht leisten. Ich muss sparen. Lass mal die Ration kaufen. Ja. Sprout? Oh, hey, Captain. Sorry, hab dich hier nicht gesehen. Lass mein Raumschiff hier an. Ja, lass dich nicht ablenken, wenn du das Shuttle benutzen möchtest. Also, eigentlich habe ich es nur bewundert. Wusstest du, dass ich zum galaktischen kleinen Explorer Club gehöre? That's neat. Ich weiß, es ist ein tolles Training für zukünftige Forscher wie mir oder Erforscher wie mir. Ich habe gerade angefangen, an meiner ersten großen Präsentation zu arbeiten. Eine topografische Karte von dem grauen Planeten. Und das Problem ist, dass mein Vater mich nur an Bord erforschen lässt. Und das ist halt wirklich kein Abenteuer. Warte, ich nicht. Warte. Das sind Handy, glaube ich, immer, was da irgendwelche komischen Sachen macht. Also. Reis. Mit, obwohl, Kiel, Zwiebeln, Fleisch und Soße. Was hat er gemacht? Ja, verstanden, was er geschrieben hat. Das muss aber irgendeinen Grund haben. Er schreibt gleich am Handy oder so. Ja, komm, Checkpoints habe ich schon verstanden. Ja, yeah, ich soll die nächsten Checkpoints mir angucken. Hatte ja sowieso vor. Bin da schon unterwegs. Ich schätze mal, die Zone 5 ist dann der nächste Checkpoint. Da muss ich versuchen, irgendwie hinzukommen. Nicht ganz viele Mojas da auf mich warten. Ah, guck mal, kein Moja. Ich muss einfach sofort sofort in die nächste Zone gehen, sobald ich es freischalte.
Und jetzt. Jo. Keine Elektroplasma? Stark. Meinst du geblattener Leistungsprolet? Oder so. Komm, Blubi, greif mir die an. Ich will eigentlich den Stein mitnehmen, aber ich habe gleich nicht genug Platz, ne? Schon wieder so viel Kram. Elektroplasma dabei habe jetzt schon eine Belastung. Mich und... Oh Mann, lass mich doch in Ruhe. Will ich gar nicht töten. Also ich will dich schon töten, wenn du guten Loot geben würdest, aber du gibst keinen guten Loot, also das ist mir eigentlich egal. Wenn nur der gute Loot, der zählt. Also komme ich aber nicht auf Checkpoint 5 so schnell. Erstmal den hier ausweichen. Zack, 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 zack. Geplatzt. Zack, zack. 1, 2. Elf, die kommt auch gleich wieder her. Ah, Schatz. Ah! Ha, voll gegen die Wand. User. Hä? Gescheatet, die hat mich gar nicht erwischt. Sag mal, ist Game-Otastisch. Wie eine Socke. Ja. Ah, jetzt habe ich echt viele Fragen, wenn das Ding unbewohnbar ist. Oder unbewohnt ist im Allgemeinen. In der Socken verloren. Warum sollten Alien Socken haben? Egal. Nicht so viel drüber nachdenken. Macht eh keinen Sinn. Okay, erstmal fliege hier oben. Oh, was ist das? Geld. Oh schon. Nicht mehr so viel Energie. Oh. Ah. Man braucht leidenschaftliche Kaugeräusche. Ich so. So hungriger bist, umso lauter müssen die sein. Na komm schon, jetzt krieg ich hier wohl hin. Komm, komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir einen Ausgang. Yes! Muss das hoffentlich der Checkpoint sein. Shit. Ah, doch, Checkpoint. Ich würde sagen, wir hauen erstmal ab. Und unseren ersten Checkpoint wieder gesetzt. Jetzt werden natürlich wahrscheinlich die interessanteren Ressourcen kommen. Nessie Mac Ness. So, jetzt haben wir auch mal das Geld zusammen. Das heißt, wir können erstmal alles bei uns ins Lager schmeißen. Also der muss jetzt auch da sein. Das heißt, ich kann gucken. Hallo.
Also ich muss ja eben mit Leuten reden, ne? So, Upgrades. Was kostet Solar? Scrap Metal Block Aluminium. Okay. Was, dafür brauche ich denn das Furnace-Ding halt. Dafür brauche ich aber wiederum Steine, ganz viele. Okay, für alles brauche ich, muss Steine nebenbei sammeln. Okay, verstehe. Ich schnacke mal mit Kollege hier. Was heißt, ich schenke dir Mineralien. War da gut? So, wo ist meine Herzdame bis jetzt? Die komisch ist, aber irgendwie nicht lustig. Weil die so ein bisschen introvertiert oder beziehungsweise so ein bisschen weird ist. Was heißt, ich habe für dich Plasma irgendwas. Ist das cool? Nee, das ist eher für Advanced. Nee, das finde ich nicht so cool. Dark Matter? Nee, fand sie auch nicht gut. Ah, oh, Medizin, Mineralien. Guck mal! Achso. Okay. Sag ich doch, ich finde die gut. Hast du gar nicht irgendwas Besonderes, sondern mir reicht einfach ein okay. Ach guck mal, das hat sich schon was bewegt. Oh mein Gott. So, einmal die rede ich auch noch. Ja, bla bla. Ich muss nur mit 5 Leuten reden, aber ich will hier meinen Job getan. Zählen Sie auch dazu? Ja, doch, das macht mir schon, doch, das finde ich schon ganz toll. Dann habe ich genug Geld jetzt für die Ration. Ich muss verstehen, Dark Matters. Weil Dark Matter. Aluminium and Petrock. Ja, ich hätte nicht genug Platz, ne? Jetzt wieder bis 6 Uhr zu, richtig? Okay, ich kann mir das Essen auf Bananas kaufen. So, 28 Stone. Ich brauche 60. Ja, muss ich auch Planeten holen, ne? Okay, noch einige Items, die auch irgendwie einen Effekt haben, wie zum Beispiel drinnen was reinstellen kannst. Der Rest scheint einfach nur so zu sein. So, dann würde ich sagen, einmal schlafen nächsten Tag. Ich nehme noch den Waterroller wieder raus. Weil ist die Energie vorbei, ist der Tag vorbei. Finde die Schleife super von ihm. 0 Messages heute, so wie in Wirklichkeit. Ah, Kartoffeln. Okay, Korn scheint früher fertig zu sein, Sojabohnen. Den verkaufen. Warte ich die einfach für die Oberfläche, ja, ne? Aber was, aber wie viel braucht sie? 3 Potatoes, ja, gut, kann ich die eine aufessen. Finde ich gleich wieder auf dem Planeten hier. Vielleicht noch schon ein paar Steine nebenbei sammeln.
Sehr schön. Obwohl, oh shit. Ne, ist gar nicht gut. Trash. Jetzt nicht in irgendwas reinballern ins Inventar. Dafür haben wir leider keinen Platz. Dass ich da noch weitere Sachen kriege und dann dementsprechend auch schon Sachen gut verkaufen kann, damit ich schnell auf mein 10 mehr Platz bekomme. Ah. Ich zwei von den Steinen eigentlich trage oder ist das immer... Ah, cool, die kann ich stapeln. Okay, super. Ja. Das finde ich ja gar nicht schlecht, weil dann viel weniger Platz da ist insgesamt. Und da ist komplett drin, hätte graben können. Mal was Steine sammeln. Ich brauche unbedingt das Ding, ne? Ja, komm. Und deine Mother Space Pack ist voll. Okay, die braunen Steine geben eher Stein und das gibt. Ach, guck mal, kann auch der Stein sein. Okay, neue Erkenntnis. Abspeichern. Aber erst nachdem wir die Kartoffel verdrückt haben. Oh, mein Space Pack ist voll. Ach. Ich brauche ein Glas erstmal. Ja, Scrap Metal hiermit. Ah, geh mal in die nächste Stufe. Ich will neue Gegner sehen, neue Ressourcen. Ihr seid dieselben Gegner. Ihr seid langweilig. Aua. Sie haben mir Schaden zugefügt. Mögen sie elendlich sterben. Okay, das kann man nicht machen. Boah, Krabby. Ach, das kann sich wieder vor mir verstecken. Oh, oh. Okay, den muss ich mitnehmen. Soll, dann muss ich aber sammeln. Ach, tack mir da raus hier. Also das, was ich am ehesten schnell zusammenkriege. Oh, Meteor. Auch so ein Meteor-Zerstörer. Stein nehmen wir mit. Liebe ihn. So weiter. Da, ja, gut Progress, würde ich sagen. Vielleicht können wir uns hier so ein Furnace bauen. Okay, check, check, check. Was ist das? Oh scheiße, hab ich Platz. So. Ne, ich grab jetzt weniger. Ich sammle sowieso gerade mehr Steine. Ist das zu essen? Cosmic Jelly. Stark. Er hat Socken dabei. Eine Krabbe mit Socken. Hm. Ich mir oh shit, noch eine Krabbe. Stell ich mir komisch vor. So. Also habe ich das. Aber das scheint schon seltener zu sein, dieses Jelly-Zeug. Ja gut, bald haben wir schon mal den Ofen fertig. Ich schätze mal, dass wir diese mit Scrap Metal Blocks machen können und sowas. Okay. Lassen wir das hier oder nicht? Ach, gehen wir mit. Lass ein bisschen effizient sein.
großer Freund der Effizienz. Und die Musik ist auch angenehm. Wie gesagt, das Spiel kommt heute raus. Laut Entwicklern, wenn nichts dazwischen kommt oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, soll man einfach da weiter spielen können, wo man aufgehört hat in der Demo. Kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich kann es nur weitergeben. Dark. Eine Energie haben wir noch über, ja. Nein, mein Space Pack! Nicht mein Space Pack! Ich sag's hier hinstellen. Okay. Furnace. Okay. Jetzt, was können wir da jetzt reinschmeißen? Soll ich das Scrap Metal reinschmeißen? Gucken, was passiert. Da, in der Furnace reproduce Scrap Metal Block. Furnace reproduce Aluminium. Dark Metaphor. A Refiner. Aber ich kann einmal 5 reinpacken. Okay, und kurz auf die Zeit gucken. 43 jetzt reingemacht, also Sitzungsminute. 50, 43. In-Game-Zeit gucken. Aber In-Game-Zeit ist, glaube ich, unnötig. Läuft der langsam weiter. So, kurz mal für meine wissenschaftlichen Studien. Wenn dieser Ofen arbeitet, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da immer nur eins reinballern kann, dass ich einige davon brauche, damit ich schnell vorankomme. Gleich eine Minute, ich warte mal 2 Minuten, bis daran nicht fertig ist, dann ist es anscheinend eine Zeit, wo man nicht drauf warten sollte. Einfach nehmen wir was anderes macht. Eine Minute her. Und nochmal das Dark Matter da aussammeln. Scrap Metal wieder rüberpacken. Was irgendwie so 5 Minuten ist oder sowas. Aber ich könnte gleich hier runter zur Cafeteria gehen. Mir die Ration kaufen. Dann habe ich jetzt mal ein bisschen was getan in der Zeit. Dann haben wir für Suit das Essen bald fertig. Und ich schätze mal, das wird so Main Story Kram sein. Das war's, ne? Hilfst du? 2 Food Rationen, 3 Korn, 3 Sojabienen, okay. Ich muss einfach nur 6, 9 Dinger machen. Okay. Bei Gegner zerstören, das mache ich doch gerne. So, jetzt haben wir 2 Minuten um. Und jetzt. Okay. Ich würde sagen, es lohnt sich nicht daneben zu stehen. Erstmal vorbeilaufen und was reinschmeißen. Die sichern wir mal lieber hier. Das packen wir schon mal wieder rüber. Zack, zack. So, was brauchen wir noch alles? So, Kupfer. Dein Recycled Parts. Ja gut, ein Furnace und Dings hier, aber jetzt den würde ich auch gerne früher haben. Das heißt, sobald ich Kupfer habe, 8 Stück, würde ich den definitiv bauen. Weil ich schätze, dass da wieder irgendwelche Edelsteine drin sein können, die man gut verkaufen kann. Das wäre doch gut.
Sonntag. Sonntag ist schön. Jetzt her, der simuliere Ende der Woche. Okay. Einen haben wir. Wir haben sie dann fertig. Warte, was? Warum nicht für die Schiffs-Upgrades? Warte, ich will doch. Und zack. Okay, noch nicht fertig. Kann man 3 Kartoffeln der Botanikerin geben. Die eine kann man behalten für die Oberfläche. Auch irgendwie so Sprintstiefel oder so. Und ich kann sowas noch bauen. Aber ich brauche den gar nicht, ne, den Sauger. Außer ich mache hier was. Da ist was auf dem Planeten unten ist. Brauche ich ja gar nicht. Ich brauche nur Pistole. Und Schaufel. So, wo ist Lynn? Lynn hieß sie, glaube ich. Ist die hier beim Recreation? Okay, wir haben zum Glück einen Stalker-Modus. Der ist wichtig. Moin, Linny Vanilli. Okay, jetzt geht's los. Jetzt haben wir 200. Noch 300, dann können wir uns 10 Plätze mehr kaufen für die Tasche. Und danach würde ich mir so Energy Drinks kaufen oder sowas. Damit ich dann die Checkpoints schnell abarbeiten kann. Ich werde gucken, wer die besten Ressourcen am Ende kriegen. Das heißt, lieber schnell voranbleiben alles. Jetzt sammeln wir weiter Steine. Um mehr Furnaces zu bauen. Robert will euch tot sehen. Also werdet ihr alle sterben. Keine Socken. Ah! Nein, ich hab einen Stein. Ich hab einen Stein aus dem erwischt. Schief jemand, da krieg ich Scrap Metal und ich krieg Steine. Das heißt, alles, was ich für diese Furnace brauche. Das heißt, relativ optimal. Ah. Schon Kartoffel. Am. Ich hoffe, dass der gleich der Ausgang irgendwie ist, weil es wäre natürlich doof, wenn das nicht wäre. Ja gut, okay, schlimm ist es auch nicht. Jetzt haben wir ja alle wichtigen Ressourcen, die ich gerade brauche. Ja shit, ich muss echt noch graben. Schön, wie es immer aussieht, wie sie den Dreck. Also sieht aus, wie ich hinter sich werfen, aber ganz akkurat ist. Okay. Kann ich gucken, was wir zuerst reparieren? Vielleicht bald. Okay,
Ja, okay. Oh, ich kann sie beide gleichzeitig treffen. Das ist natürlich schlecht für die. Okay, 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 okay. Komm zurück, Nika. Der kleine Student. So. Dann mal gucken, ob jetzt über Tag. Wir waren jetzt ja 5 Stunden weg oder so. Ob jetzt Scrap Metal fertig ist. Ja, okay. Also Ingame-Stunden dementsprechend. Okay, ich kann Aluminium dann theoretisch machen. So, erste Woche fertig. Das Spiel hat mich bei Laune, würde ich sagen, ja. Also ist denn schon was fertig? Nee, ne? Nee, okay. Bauen noch ein bisschen. Ich brauche mindestens gerade 4 von den Furnaces. Und so lange kann ich sie ja erstmal bauen, bis ich irgendwann Kupfer finde auf dem Planeten. Ja, brauche ich 120 Steine. Irgendwann habe ich mal alles resettet bei der Autokorrektur und so, aber hat wieder ein bisschen gedauert, bis es wieder richtig eingestellt war. So, wo ist meine Doc-Nummer? Nummer 12, glaube ich. Meine Lieblingsdoktorin. Den vielleicht nicht gut. Fällt mir. So, der graue Planet. Ha! Shit. Mann! Ein dummer Flieger auf der Übergegend zu fliegen. Okay, Steine nehmen wir mit. Steine ist immer gut was wert.
schon wieder keinen Platz, ne? Sag mir da weg. Lovecraft ist ja auch, finde ich, von beiden der interessantere Part. Schichten gehen ja so ein bisschen. Mal gucken, ein Lovecraft-Spiel war auch nicht schlecht. Das hat mehr mit Wahnsinn zu tun. Ich mag Wahnsinn. Wobei, jetzt haben wir hier ein Dings hier. Irgendwas fallen lassen. Ich lasse mal. Ich fallen, kann ich was essen. Zack. Ich kann nicht mal vor heute Abend gucken. Heute Abend wollte ich ja. Ich bin überlegen, ob ich ja das jetzt spiele. Das finde ich schon ganz schön geil, das Spiel, ne? Muss ich ja schon sagen. Das ist ja genau meine. Das, was ich brauche hier. So, ich brauche irgendein Horrorspiel auf jeden Fall. True Moral, okay, ich muss das in Skins, Shippen, Proof, Resource Production, Mission Objects, okay, viele Missionen machen. Die Crew immer mit den Schnacken anscheinend auch mal ein paar Geschenke raushauen. Gehen wir mal alle Dark Matter. Okay. Zack. Nicht gegen meinen Shuttle. Du Kretin. Okay, hier sind wir vier Steine zum Einsammeln. Yep. Geht mal schön mit mir mit, ihr Kleinen. Mein Space Pack ist voll. Ja gut, ich kann jetzt aber das hier wegschmeißen wieder. Wenn es nicht zu essen ist. Nein, daneben! So, letzter. Ja, ich weiß. Deine Block geht noch. Ja, und hier brauche ich auf jeden Fall entweder eine bessere Waffe, oder ich brauche echt viel zum Regenerieren. Das ist ein verdammtes Schiff da unten. Good for you. Habe ich jetzt geschafft? Warte, ich habe irgendeine Mission geschafft. Ach, zu Robert. Robert war in seinem Geschäft, genau. Also Plaza. Yo, Robert! Oha, oha, Moment. Irgendwas verkauft, mir scheißegal was. Ich brauche mein Backpack. Oh, Backpack. Yes! Dim-dim-dim-dim-dim. Dim-dim-dim-dim. Doppelt so viele Plätze. Yay! Sehr, sehr, sehr schön.
Liebe Space Credits. Zack, 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 alles rein. Schon für neues Scrapey Dapy? Ja, ich brauche aber einen neuen Bauti Schauti. Ich kann ihn trotzdem leisten, okay. A Furnace. Ein Furnace, um sie zu knechten, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Und ein Solarpanel. Kann ich noch mehr drin machen? Produktion mal ein bisschen optimieren. Oh, das ist so schön hier. So, wir können noch mal jetzt, machen wir jetzt Aluminium nebenbei. Brauche ich den jetzt nochmal für die Upgrades? Kann ich nochmal gucken gehen? Ja, ich gehe nochmal gucken. Und ich weiß dann, was ich von den Sachen zuerst mache. Würde ich danach gleich einen Tag machen und dann würde ich noch schnell bei Brokkola reingucken, weil ich das tatsächlich. Das Spiel ist gekauft, würde ich sagen. Das Spiel ist ein Schnapper. Bei dem Coffee Caravan. Eher nicht so. Ist nett gemacht, aber ich gehe nicht davon aus, dass mich das lange motiviert. Von Aluminium. Ah, hier bin ich genug Scrap Metal dafür, okay. So. Das nochmal rein wieder. Übernachten. Noch einen Tag hier zum Planeten gehen. It's a Monday again. Ich kriege gar keine Nachrichten mehr. Forever alone. Ich habe keinen Bock mehr auf den Captain. Ach, guck mal, kommen so jeweils zwei raus. Dann kann ich ja. Ja, ich behalten drei, ne? Ist jetzt nicht viel, aber. It's not much, but it's earnest, earnest work. Ja, yeah, honest work. Achso, So, 3 zu mir. Das ist die Exploration. Hier ist alles geregelt. Ach guck mal, Sojabunker kann so öfters an, dann abfahren. Das finde ich gut. Das sind Lieblingspflanzen dann. Ab auf Planeten. Achso, ich kann nur nach Quest gucken. Den Bronze hinterher. Jo, was geht? Okay. Ich habe gesagt, ich helfe dem kleinen Suit, aber noch haben wir nichts getan. Noch hungert der Kleine da immer noch seit Tagen. Wäre lustig, wenn man zu lange braucht, dass dann nur noch das Skelett von dem kleinen Jungen da ist. Das wäre nicht witzig, es wäre realistisch. Und dann wäre es witzig.
Kann ich auf mein Schiff schießen, sorry. Sorry, war aus Versehen. Okay. Gib mir all dein Geld. Das Weltraumvieh. Leute, ich brauche Bronze. Habt ihr zufällig irgendwie ein bisschen Bronze? Du Fliege. Das finde ich auch gut. Ah, viel zu kurz. Warte, Nahkampf. Ah. Der kleine Käseblock. Ohne Spaß sonst. Ach stimmt, das waren 4 Treffer. Ein größerer Laser, ne? Laser. Vielleicht kann ich das zuerst upgraden, ne? Wo ich die Teile dann gleich hab. War hoffentlich nicht so lange fürs Erforschen. Da kann man schon schauen, ob man darauf erstmal spart, weil ich die Steine mit einem Schuss kaputt kriege. Natürlich mal nichts effizienter hier, um hier weiterzukommen. Schicken. So, und na, jetzt mache ich noch schnell gleich Procola an. Und da reinschauen, da ich nicht meine 3 Demos nämlich durch. Die ich mir geholt hatte. Wobei Procola und das hier, naja, sind ist nicht ähnlich, aber es ist selbe Genreart. Ein bisschen anpflanzen und so. Komm schon. Yes. Sehr schön. Ich schätze mal, ab dem nächsten Checkpoint gibt es wahrscheinlich das Bronze. Meine Vermutung. Es gibt ja keinen neuen Gegner. Es gibt nicht wirklich neue Sachen, die ich bis jetzt gefunden habe. Ein paar Steine verkaufen wahrscheinlich noch. Ne? Weil diese Dinger, keine Ahnung, stimmt so. Schnell durch den Mechaniker vorbei. Wenn man checkt, was der theoretisch bräuchte für die Upgrades. Scrap Metal Block, Aluminium. Das ist easy. Und die alle, ne? Ja. Ja. Ja, der braucht ein bisschen mehr. For Princess. Einen neuen Shop, eine große Familie hier. Das hat sich ja Titanium. Titanium hört sich schwierig an. Also Aluminium, Kupfer, okay, es ist also alles verschiedene
Sachen, die ich brauche. Das heißt, Upgrades für meine Pistole und die Schaufel werden fürs Erkunden wichtig. So, sieht eigentlich ganz gut aus hier, ne? So, ich kann ein paar Steine verkaufen. Ich bräuchte zwei noch. Sonst nichts wert, die Sachen, ne? Das hier ist ein bisschen was wert. Drei verkaufen. Ich werde unbedingt eine Mission machen. Aber hatte ich gar nicht gedingst hier. Kann ich bewässern, weil ich dachte, die Sojabohnen sind durch. Also von den zwei Spielen, die ich bis jetzt hatte, definitiv das Spiel hier. Wenn es jetzt nicht 40 Euro kostet. Um mal irgendeinen Preis festzulegen. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich nicht mehr zahlen. Ohne weitere Inspektion würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein Kauf, den ich heute tätigen werde, wenn es rauskommt. Dafür haben wir das Spiel gesaved und wechseln wir nochmal Focula für die letzten 40 Minuten knapp. Wenn wir nochmal da reingucken können. Also bei Brokkola, weil Mischung aus Brokkoli und Dracula. Okay. Brokkola. So, Demo. Vielleicht schon irgendwo hier zwischen, ne? Wo ist es? Da! Da ist es. Das wird auch so ein Farm. Okay. Nee, nicht das. Warte, hä? Ist das schwer abgestürzt?